Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier in Jacks Leuchttürmchen, das von Kannibalen heimgesucht worden ist und die wir endlich mal töten haben können. Wir werden sie natürlich nicht essen und Jack ist schon am Fegen. Jack und sein Leuchtturm, echt. Also in allen Piranha-Bites, Sachen, Geschichten, Spielen kommt dieser Typ vor und es ist so schön, dass er auch hier ist. Wir wollen ihm mit ihm noch ein bisschen quatschen und vielleicht auch bei irgendwas helfen. Auf jeden Fall mal reden, Smalltalk nach dieser Schock-Situation mit den Kannibalen. Das wird ihm auch ganz gut tun. Erzähl mir von früher. Ja, genau, jetzt kommen die alten Geschichten. Die Geschichten, wo es früher vielleicht besser war. Mal schauen. Erzähl mir von früher. Nur zu gern. Was möchtest du wissen? Was weißt du über Tavar? Ich will mehr über die einzelnen Gemeinschaften erfahren. Was weißt du über die Berserker? Wie steht es um dein Wissen über die Kleriker? Ich würde sagen, fangen wir von oben nach unten wieder an. Also, was weißt du über die Wüste? Was weißt du über Tavar? Tja, das Ödland kannte seinerzeit weitaus mehr Zivilisation, als man denken mag. Aber als der Meteor kam, hat er nur noch eine Wüste hinterlassen. Nahezu alles wurde zerstört oder verschüttet. Einige Gebäudekomplexe konnten sich dennoch dieser Gewalt widersetzen, so zum Beispiel das Fort. Vielleicht wusstest du es noch nicht, aber Logan, oder der Duke, wie er sich heute nennt, sitzt auf einem Pulverfass. Denn schon damals war das Fort ein Stützpunkt, in dem massenweise Waffen gelagert wurden. Aha, was für Waffen? Wie akut ist die Gefahr? Was für Waffen? Was für Waffen? Ich bin keine Experte, aber dass sie gefährlich sind, ist sicher. Auf jeden Fall zerstörerischer als alles andere, was wir heutzutage kennen. Woher willst du das wissen? Weil die Abschussvorrichtungen Bände sprechen. Zusammengefasst kann man über Tavar nur noch Folgendes verlieren. Eine Einöde, die kein Erbarmen kennt. Mhm. Wird wahrscheinlich Atom und sowas sein, ne? Wie wir es mit der Bombe, die wir zusammengeschustert haben, ja schon bemerkt haben. Ich will mehr über die einzelnen Gemeinschaften erfahren. Ich will mehr über die einzelnen Gemeinschaften erfahren. Oh, da sprichst du etwas an. Mhm. Ihre Gründungszeit liegt weit hinter uns. Bevor der Meteor eingeschlagen ist, gab es die heutigen Gemeinschaften noch nicht. Aber mit ihm und dem Elex veränderte sich alles. Wenn kaum Rohstoffe vorhanden sind, streiten sich die Überlebenden um das, was übrig ist. Und weil der Mensch nun einmal Führung braucht, schließt er sich oftmals einer Gruppierung an. Das ist rein praktischer Natur. Man bekommt wieder eine neue Aufgabe und lebt einfach sicherer, als wenn man auf eigene Faust versucht zu überleben. Und weiter? Tja, so kam es zu den Territorialkriegen. Jeder wollte ein Stück vom Kuchen. Und je mehr Blut vergossen wurde, umso mehr kristallisierten sich die Gemeinschaften heraus. Doch anstatt, dass man sich untereinander einigte, fochte man weiter. Um mehr Land, um Elex, um was auch immer. Der Preis war hoch und so ging das Sterben weiter bis zu dem Punkt, wo die Vernunft Oberhand gewann. Um dem Blutzoll Einhalt zu gebieten, wurde ein Nicht-Angriffspakt beim großen Konzil von Magalan beschlossen. Vorerst schwiegen die Waffen. Mhm, das war doch nicht alles. Ich habe genug gehört. Na, das war noch nicht alles. Das war noch nicht alles. Natürlich nicht, aber ich gebe mir Mühe, es in aller Kürze zusammenzufassen. Jedenfalls war der Frieden brüchig. Glücklicherweise war von den Alps damals noch nichts zu sehen. Sie müssen in all der Stille in Xakor herangereift sein, oder wie man es nennen mag. Immer wieder gab es Scharmützel zwischen den Fraktionen. Wieder ging es um Elex oder einfach verletzten Stolz. Der Mensch kann eben sehr erfinderisch sein, wenn er unzufrieden wird. Da hat er recht. Interessant. Weiter? Interessant. Weiter? Tja, dann rückten die Alps auf den Plan. Während wir uns Mühe gaben, uns zu schwächen, wo es nur geht, haben sie die Gunst der Stunde genutzt. Unbemerkt von allen konnten sie eine Armee heranzüchten und ihre Invasion starten.
Wir waren vollends überrumpelt und darum konnten sie auch ohne große Gegenwehr ihre Konverter errichten. Du siehst, wer die Augen verschließt, wird abgestraft. So ist das nun mal. Ich habe genug gehört. Immerhin hast du zugehört. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Das ist so freundlich. Was weißt du über die Berserker? Wie steht es um das Wissen mit den Kleriker? Machen wir bei den Berserker weiter. Was weißt du über die Berserker? Die Kerle waren nicht immer so linientreu, wie sie sich geben. Ihr Gesetz existiert erst, seitdem dieser Thorald ihnen seine Ansichten untergejubelt hat. Jetzt ist er eine Art Heiliger für sie und wird nur noch der Pilger gerufen. Das zurückgezogene Leben und ihre selbst auferlegte Abschottung scheinen neuerdings Risse zu bekommen. Man sieht sie immer öfter Edan verlassen. Scheinbar sind die Weltenherzen der Grund. Mehr kann ich dir über sie allerdings nicht erzählen. Nur eines ist gewiss. Ihre Magie ist mächtig. Lass dich nicht von ihrer Lebensweise täuschen. Wie steht es um dein Wissen über die Kleriker? Sie konnten am meisten Technik aus der alten Zeit konservieren. Und diesen Wissensschatz horten sie wie eine Mutter ihre Jungs. Ihr Aberglaube an ihren Gott ist nichts weiter als Hokuspokus. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er nicht einmal vor der Zeit des Meteoreinschlags existierte. Aber sollen sie ihren Götzen doch anbeten. Mir kann es egal sein. Warum haben sie so wenig Männer? Mehr muss ich nicht über sie wissen. Warum haben sie so wenig Männer? Der Grund dafür liegt in der Vergangenheit. Vor etlichen Jahrzehnten hatten sie sich wegen irgendeiner Angelegenheit mit den Berserkern in den Haaren. Und als der Konflikt eskalierte, haben sie sich ganz auf ihre Kampfmaschinen verlassen. Sich selbst hatten sie nur mit leichten Waffen ausgestattet. Als dann aber der Sieg zum Greifen nahe war, versagten ihre Blechkameraden. Entweder wurden sie manipuliert oder ihr Gebet fiel wohl zu gering aus. Naja, die Berserker hatten jedenfalls daraufhin leichtes Spiel, um sie aus dem Weg zu räumen. Von dieser Niederlage haben sie sich nie ganz erholt. Die Armen, so ein Pech. Gib mir die Waffe des Klerikers. Gibt es das, was ich für sie tun kann? Warum sollte ich sie dir geben? Weil ich sie haben will. Du sagtest, ich habe einen Gut bei dir. Ich will sie Volkmar wiedergeben. Ehrlich? Ich will sie Volkmar wiedergeben. Hältst du das für eine gute Idee? Er ist nur an der Waffe interessiert, nicht an dir. Na schön, du sollst sie haben. Aber gib mir wenigstens ein wenig Elixier zum Tausch. Dann habe ich etwas in der Hinterhand, falls ich mal wieder in Schwierigkeiten stecke. Na klar, hier bitte. Hier hast du die Splitter. Dann bin ich jetzt an der Reihe. Da, nimm. Super, danke. Gibt es etwas, wobei wir dir helfen können? Wie lange wirst du hier noch bleiben? Helfen können, oder? Gibt es etwas, was man für dich tun kann? Nein, ich komm schon klar. Verschwende deine Energie nicht an einem alten Knochen wie mir. Das Einzige, woran ich interessiert bin, sind Geschichten. Und ich denke, du wirst mir kaum etwas erzählen können, das ich noch nicht weiß. Richtig, ich habe außerdem keine Zeit zu verlieren. Ich könnte dir etwas über die Alps erzählen. Jo. Kaum jemand weiß etwas über ihre Hintergründe. Ich schon. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Dann lass mal hören. Alps agieren häufig nicht auf eigene Faust, sondern besitzen ein ausgeprägtes Gruppenverhalten. Der Begriff der Schwarmintelligenz greift jedoch zu kurz, was die Alps angeht. Jeder Alp kann frei handeln. Doch durch den stetigen Elix-Einfluss vertreten viele Alps eine einhellige Meinung. Aber es gibt auch jene, die alleine handeln, richtig? Korrekt, das sind die Elixitoren. Sie gehören zur obersten Kaste. Wirklich interessant. Gibt es noch etwas, das du mir über sie erzählen kannst? Weiter erzählen. Darüber hinaus gibt es noch die Feldherren.
Sie koordinieren die Abläufe und versuchen, jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Du meinst solche wie die Bestie von Xakor? Er schien sich einen besonderen Namen in ihren Reihen gemacht zu haben. Ja, aber er ist ein Kapitel für sich. So viel kann ich dir verraten. Und? Weiter? Ja, dann halt weiter. Die Alps besitzen ein weitaus höheres technisches Verständnis als die Kleriker. Auch wenn sie erst durch das Elix entstanden sind, sind ihnen Fragmente aus der alten Welt erhalten geblieben. Fragmente? Du meinst Wissen? Exakt. Dieses Wissen haben sie von einer Quelle großer Macht bekommen. Sie haben jedoch kein großes Interesse daran, den Zustand von Eins zu rekonstruieren. Warum nicht? Weil dieser Wunsch menschlich ist und sie sehen sich nicht als Menschen. Ah, ich verstehe. Sonst noch etwas? Mehr gibt es nicht zu sagen. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Bitteschön. Hey, cool, mit Erfahrung. Wie lange willst du noch hier bleiben? Wie lange wirst du hier noch bleiben? Ich denke, ich mache es mir hier gemütlich. Es wird Zeit, diesem Ort seine eigentliche Bedeutung wieder zukommen zu lassen. Jo, das ist schön. Ich habe jetzt echt schon Sorge gehabt, dass er weggeht. Ja, das ist echt schön. Das freut mich viel. So, die Öllampe nehmen wir noch mit. Habe ich vergessen gehabt. Jo, ich glaube, das passt. Sehr gut. Das heißt, wir können die Waffe jetzt zurückgeben, ne? Oh, hat Ray was für uns? Nö. Alles noch dran? Alles noch dran? Auf jeden Fall. Okay. Er mag uns, das ist schön. Wir müssen zu ihm zurück, normalerweise. Wir müssen seine Waffe jetzt haben, ne? Schauen wir mal. Ja, bitte. So, Schäfe, Schäfe. Wo bist du? So, ui, Rika. Da ist er ja. Hallo Volkmar. Fosch, du bist es. So, da ist er. Also, ich habe mit dem Müllbaron gesprochen. Er hat genau das Ich habe mit dem Müllbaron gesprochen. Konntest du ihn davon überzeugen, dass er sich keine Sorgen um seine Lieferung machen muss? Ja. Das sind gute Nachrichten. Deshalb will ich dich im Namen Kalans angemessen entschädigen. Das ist aber nett. Und deine Waffe, bitteschön. Hier hast du deine Waffe zurück. Ich weiß diese Geste zu schätzen. Und es wäre mir eine Freude, wenn du dich entschließt, unserem Bund beizutreten. Das Potenzial ist da. Und vielleicht überzeugt dich das hier als Geste unserer Wertschätzung. Nee, 80 später sind zu wenig. Also wirklich. Puh. Das ist lächerlich. So. Die Outlaws sind faul und träge. Aber das Menschenmaterial der Wüste ist seit jeher dürftig. Ja. Gut. Das hätten wir auch. Ich würde sagen, das ist speicherungswürdig. So, so, speichern. Ja, bitte. Super. Läuft ja gar nicht so schlecht. So, was machen wir denn als nächstes? Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber wir sind ja fleißig. Also, die Mutprobe. Der Outlaw Roger hat den... Hoppala. Hat dem Kommandotrakt des Konverters Intervar mit radioaktivem Gas verseucht. Er hat mir eine Belohnung versprochen, wenn ich dort hineingehe und ihm einen Energieverstärker besorge. Jetzt ist halt die Frage die, wie weit das mit dem Gas ist, weil sonst können wir das erst sehr viel später machen. Wenn wir mehr resistent gegen diese Strahlung sind. Weißt was, wir probieren es einfach mal. So, probieren wir es einfach mal und gut ist. Also, Konverter. Ja, bitte. Wir sind ja schon mal stark genug, dass wir zumindest einmal vorne die Wachen ausschalten können. Das ist ja schon mal was. Das kann ja nicht jeder. Ich mag das Geräusch mit dem Schnee. So, dann werden wir auch gleich mal was essen tun. Und zwar, zack. Ham. Und zwar, wir brauchen das Asselfleisch.
Genau. Mahlzeit. So. Jetzt müsste man ganz schön resistent sein normalerweise. So, ein bisschen Licht. Magnes, halt. Entschuldigung. Wow. Wow, wir müssen da raus. Gut. Trink mal was. Ray, komm. Alpsoldat. Zack. Au, das sind zwei. Wow. Mal was saufen. Den Kleinen noch hinterher. Oh je, das ist ein... Aha, ich verstehe schon. Das können wir uns schon mal aus die Haare schmieren. Okay, die Quest ist schon mal nix. Weil das ist nämlich wieder so ein starker Typi. Das können wir schon mal vergessen. Okay, die Quest ist schon mal viel später. Hm. Ich hoffe nur, dass die Quest nicht kaputt geht, wenn wir uns einer Fraktion anschließen. Das wäre bitter. Aber wahrscheinlich schon. Da fällt mir dann noch eine Quest ein. Ob wir die schaffen? Das war auch eine Berserker-Quest. Warte mal. Nein, Gefährte war es glaube ich nicht. Rachefeldzug auch nicht. Sollten dem Gesetz der Berserker folgen. Einige scheinen zu reden. Sagt, dass sobald in der Nähe ist, jeder gesetzestreu handelt, aber nicht zwingend so denkt. Ich sollte mich der Probleme der Bewohner annehmen und dafür sorgen, dass sie wieder im Sinne der Gesetze handeln. Wir könnten uns da nochmal ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir noch ein, zwei Quests an. Ja, definitiv, glaube ich. Gut, dann gehen wir mal zur Schmiede. Da scheint noch einiges zu gehen. Dann machen wir das doch einfach mal. So, die Herrschaften. Tap, tap, tap. Wer braucht jetzt alles unsere Hilfe? Da wird es jemanden geben, scheinbar. Hakom? Achso, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Ah, er war Überlebenstrainer. Okay. Na, ich hätte sonst gern Handwerk gehabt, aber wir können eh noch nichts. Da unten hätten wir jemanden. Eureka! Wow. Er lädt noch ein bisschen im Hintergrund, man merkt's. Wow. Langsam, langsam. So. Born statt Gorn. Was genau baut ihr hier an? Wie steht es um die Setzlingfelder? Ja, fragen wir einfach blöd nach. Was genau baut ihr hier an? Was du hier siehst, sind die Setzlinge für unsere Weltenherzen. Die meisten der Setzlinge überleben den Wachstumsprozess nicht. Bis ein Setzling wirklich erste Anzeichen zeigt, dass aus ihm ein Weltenherz werden könnte, vergeht eine lange Zeit. Aber wenn du mehr über die Weltenherzen wissen willst, fragst du am besten jemand anderes. Wir sind hier nur für die Zucht und Pflege verantwortlich. Okay. Wie steht es um die Setzlingfelder? Wie steht es um die Setzlingsfelder? Den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert. Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Ich werde nicht umhinkommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit. Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzeln. Ich hoffe, du erklärst dich bereit dazu, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die Heilwurzeln wird es nun schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Genau. Du packst die Dinge an, nur weiter so. Denk aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Wäh. Oh, pfui. Wo kann man die ernten?
Wo kann ich die Heilwurzeln ernten? Sieh dich beim großen See oberhalb von Goliath um. Sie wachsen vereinzelt und sind leicht zu übersehen. Okay. Ihr solltet die Heilwurzeln in der Nähe des Setzlingfeldes anpflanzen. Ihr solltet die Heilwurzeln in der Nähe des Setzlingfeldes anpflanzen. Der Vorschlag ist nicht schlecht. Die Bedingungen zum Wachstum wären auch hier gegeben. Und wir würden einiges an Wegstrecke einsparen. Mhm. Weißt du was? Dein Vorschlag gefällt mir. In Zukunft lässt sich da sicher etwas machen. Cool. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Ich wollte nur mal schauen. Er hat auch Überleben. Okay. Er hat, glaube ich, schon die gleiche Synchronstimme wie Gorn, oder? Born und Gorn. Das wäre dann zu großer Zufall. Kumpel. Würde ich sofort wieder mitnehmen. Wenn er den gleichen Charakter hat wie Gorn, sofort. Best Friend. Auf der Stelle. Gut. Dann hätten wir das schon mal. Soll man dann gleich die Quest machen? Wird sich anbieten, oder? Setzling im Wald. Nach Roger Ausschau halte. Da gibt es ja doch viel mehr Quests als gedacht. Oh Gott, das sind wahnsinnig viele Quests. Okay, da können wir einiges noch machen. Wir werden jetzt uns aber auf Erntezeit konzentrieren. Da. Würde ich vorschlagen. Und dazu müssen wir uns... Wenn wir uns dahin porten, müsste es passen. Zum Hotel. Zum Spa-Hotel. So. Oh, und der Party ist wieder zu Ende. Mann, die Zeit vergeht. Na gut, ihr Lieben. Dann schauen wir uns den See im nächsten Part an. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!